Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. Heute befinde ich mich in Frankfurt am Main, Haheim, und hinter mir ist die Einmündung vom Eschbach in den Nidda. Der Eschbach, der fließt vom Taunus, natürlich durch Ober- und Niedereschbach, auch durch Haheim und hier in Haheim dann, wie man hinter mir sieht, in den Nidda. Und mit diesem Blick vom Eschbach in die Nidda fließend, wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Video und haben hier schon gleich vom Grüngürtel Frankfurt die erste Information über den Eschbach. Wen der Text interessiert, einfach mal Pause drücken, dann könnt ihr euch in Ruhe diesen Text durchlesen. Hier sehen wir nun die Einmündung vom Eschbach in die Nidda. Wir kommen jetzt von der Nidda her kommend vom Radweg Richtung Haheim rein. Auf der rechten Seite der hohe Zaun, das ist die Bezirkssportanlage von Haheim. Da machen wir auch mal einen ganz kurzen Schwenk drüber. Wie gesagt, am Ortseingang von der Nidda kommend die Sportanlage Haheim. Wenn man nun vorbeikommt an der Sportanlage, über den Haheimer Stadtweg an der Ecke Riedhalsstraße. Dort wird man auch schon willkommen geheißen in Haheim, nämlich von den Haheimer Vereinen. Wenn die Vereine und den Ort mal interessiert, der soll einfach mal reinschauen, www.haheim.com. Was es hier in Haheim alles zu erleben gibt, das werden wir jetzt in meinem Video sehen. Wie in vielen Frankfurter Stadtteilen gibt es auch in Haheim, genau neben dem Sportplatz, ein Freiluft-Fitnessstudio. Das sehen wir jetzt und das schauen wir uns an. Wie gesagt, in vielen Stadtteilen gibt es diese Freiluft-Fitnessstudios. Die haben einen Vorteil. Die haben auch trotz Corona ja quasi geöffnet. Wir sehen hier verschiedene Trainingsgeräte, wo man etwas Fitness üben kann. Weitere Anlagen gibt es in Frankfurt-Bornheim am Bornheimer Hang. In Niederrad, in der Elli-Luft-Anlage. Es gibt auch noch einen auf dem Riedberg, im Nidda-Park und mit Sicherheit noch viele andere, die ich jetzt auswendig nicht weiß und ja auch noch nicht alle unbedingt entdeckt habe. Wie gesagt, ein Freiluft-Fitnessstudio, wo man einfach etwas trainieren kann. Heute bei dem schlechten Wetter hätte man hier sogar wunderbar Ruhe. Ich werde hier nichts trainieren. Ich bin unsportlich, ich fahre Fahrrad, das reicht mir. Ab und an mal schwimmen. Aber wen es interessiert, hier in Frankfurt-Haheim gibt es ein solches Freiluft-Fitnessstudio. Befindet sich neben der Sportanlage in der Riedhalsstraße. Wer also mag, einfach mal mit dem Fahrrad an der Nidda entlang und hier etwas Fitness trainieren. Haheim hat für einen Frankfurter Stadtteil noch einen sehr dörflichen Charakter, wie man hier sieht. Das Ende der Riedhalsstraße neben der Sportanlage ist gesperrt und als Besonderheit ist diese Straße als Spielstraße ausgegeben. Hier findet man zwei Basketballkörbe, Tischtennisplatte, Fußballtore und diverse Skaterampen, wo Jugendliche spielen können. Was natürlich typisch ist für Frankfurt eigentlich, möchte ich mit meinen Dokumentationsvideos nur positive Sachen zeigen, aber da wir in Frankfurt sind und ich sowas gar nicht befürworte, nehme ich diesen negativen Punkt auch mal mit rein. Wir sehen das hier. Irgendjemand hat hier in Haheim einen Altkleidercontainer ja, einfach aufgebrochen. Also das ist für Frankfurt wiederum typisch, für Haheim eher nicht, aber wie gesagt, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Irgendjemand hat hier mit brachialer Gewalt einen Altkleidercontainer geöffnet und hier sieht es aus wie, ja, ne? Wie in einer Stadt, wo mit O anfängt. Ärgerlich. Aber was will man machen? Typisch Frankfurt. Wie schon erwähnt, die Riedhalsstraße, Tischtennisplatte, Fußballtore, also keine Durchgangsstraße mehr, die ist gesperrt. Für Autofahrer. Sie dient als Spielstraße.
Wir befinden uns nun nicht weit entfernt von der Sportanlage bzw. auch der Riedhalsstraße. Hier befindet sich der sogenannte Born, auch einst Römerbrunnen genannt. Informationen könnt ihr gleich noch erlesen, denn auch hier gibt es eine Informationstafel. Hier findet einmal im Jahr auch ein Fest im Freien statt mit Zelt, das Bornfest. Könnt ihr mit Sicherheit mal googeln. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, dass es Bornfest heißt. Hier auf der Wiese wird immer ein Zelt aufgebaut. Gibt es leckere Speisen und Getränke zu relativ günstigen Preisen. Und wie schon gesagt, Informationen bekommt ihr gleich mittels einer Tafel auch noch. Wir genießen jetzt einfach mal das Rauschen des Wassers. Informationen hierzu kann man hier auf dieser Tafel lesen. Wie schon immer gesagt, wen der Text interessiert, einmal kurz Pause lesen und dann könnt ihr hier Informationen erhalten. Auch weit bekannt über die Grenzen Haheims hinaus ist dieser Gasthof zum Goldenen Löwe, die auch im Sommer einen schönen Biergarten haben, wo es leckere Speisen und Getränke gibt. Nur wenige hundert Meter entfernt von der Nitter über den Haheimer Stadtweg erreicht man diesen Gasthof über diese Brücke, die über den Eschbach führt, zur Gaststätte zum Goldenen Löwen. Wer einen Ausflug nach Haheim plant, der sollte hier unbedingt einkehren. Hier gibt es wirklich leckere Speisen und Getränke. Die Gaststätte zum Goldenen Löwe in Frankfurt-Haheim. Sehr idyllisch für einen Frankfurter Stadtteil, der Blick hier in Haheim auf den Eschbach. Sehr schön gestaltet ist auch die alte Ortsmitte in Alt-Haheim. Wir sehen das rote Gebäude in der Mitte, das ist das alte Rathaus. Mehr dazu auch gleich. Wir haben hier ein Hotel mit einer Gaststätte. Früher gab es hier auch noch eine Bankfiliale der Frankfurter Volksbank. Wie gesagt, ein schön gestalteter Platz an Christi Himmelfahrt, der sogenannte Vatertag, gibt es hier immer eine schöne Festlichkeit. Wir haben hier das Jesuskreuz, was man hier auch sehen kann. Und jetzt machen wir nochmal den Schwenk auf das Rathaus, denn eine Besonderheit ist, dieses Rathaus ist eine Außenstelle des Rathauses Frankfurt-Niedereschbach, also Bürgeramt Frankfurt-Niedereschbach. Aber ein schönes altes Backsteingebäude, welches sich hier in der Ortsmitte befindet. Hier links sehen wir den Weilerbrunnen der Firma Weiler, die früher in Frankfurt-Haheim ansässig waren, sind mittlerweile ausgesiedelt in die böse Stadt mit dem Buchstaben O. Wollen wir aber hier gesondert nicht erwähnen. Wie gesagt, eine sehr schöne Ortsmitte. Was ich mir hier sehr gut vorstellen könnte, was hier durchaus laufen würde, wäre ein kleiner Wochenmarkt auf dieser Freifläche. Vielleicht regt dieses Video dazu an. Und wir fahren weiter mit unserem Fahrrad und schauen, was es hier in Haheim noch zu entdecken gibt. Zwar hat Haheim zwei Kirchen, und zwar eine evangelische und hier die katholische Kirche St. Jakobus. Aber deutlich schöner finde ich eben die katholische Kirche St. Jakobus. Gebaut mit schönen Klinkersteinen. Wie gesagt, finde ich deutlich interessanter wie die evangelische Kirche. Und somit möchte ich euch auch nur die katholische Kirche St. Jakobus zeigen. Für wen die Gaststätte zum Goldenen Löwen nichts ist, der hat auch in Haheim die Möglichkeit, bei einem richtig guten Italiener und wirklich Italiener noch Pizza zu essen. Und zwar bei Pizzeria Da Aldo, Hermannspforte, Ecke Philipp-Schnell-Straße.
auch eine Besonderheit, was es in einer Großstadt wie Frankfurt ganz selten gibt, das ist die Landmetzgerei Querin, die man in Haheim auch findet. Ja, dienstags sind sie auf dem Markt am Dornbusch von 8 bis 18 Uhr. Donnerstags gibt es Hofverkauf von 10 bis 19 Uhr. Freitags Marktverkauf auf dem Börsenplatz 8 bis 18 Uhr. Und samstags ebenfalls Hofverkauf 8 bis 13 Uhr hier in Haheim. Lecker Fleischspezialitäten, die hier noch selbst angefertigt werden. Wie gesagt, eine Ungewohnheit für eine Großstadt wie Frankfurt. Also es lohnt sich, auch hier mal vorbeizuschauen. Und ebenfalls wie die Landmetzgerei Querin gibt es in Haheim auch den Dorfbäcker Bäcker Seibler, der nur wenige Filialen hat, wo auch noch alles frisch hergestellt wird. Auch das kenne ich noch seit meiner Kindheit, deswegen möchte ich das in meinem Video auch nicht vorenthalten. Hier gibt es eine alte Gedenkstätte mit dieser Statue. Wie gesagt, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Das steht schon immer am Ortseingang von Haheim. Eine kleine Feuerwache darf natürlich in Frankfurt-Haheim auch nicht fehlen. Und wie schon erwähnt, wirklich eine kleine Feuerwehrwache. Auch durch Haheim führt die Bonifatius-Route und wen der Text interessiert, Pause drücken und dann in Ruhe durchlesen. Die Bonifatius-Route in Frankfurt-Haheim. An dieser Bonifatius-Route findet man auch in Haheim in einer kleinen Anlage, wo sich auch eine Kapelle befindet, die man gleich auch noch sieht, diese alten Grenzsteine. Auch hier gibt es eine Informationstafel. Wer die Informationen lesen will, einfach mal Pause drücken und in Ruhe durchlesen. Wie gesagt, einige alte Grenzsteine befinden sich hier, genauso wie dieses alte Kreuz neben einer schönen kleinen Kapelle, die wir uns selbstverständlich auch noch anschauen wollen. Die befindet sich, wie gesagt, auch in dieser kleinen Anlage, die sich genau neben dem alten Bürgerhaus befindet. Wie gesagt, diese schöne kleine Kapelle in einer schönen Anlage mit den alten Grenzsteinen. Wer also mal nach Haheim kommt, der sollte sich auch diesen Ort einmal anschauen. Und wir werfen noch einmal einen Blick hinein in die Kapelle. Ja, liebe Freunde, und von dieser kleinen Kapelle in Haheim möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch was. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Ciao, euer Sven.